Ich stehe wieder am großen Checkpoint der Miliz und habe hier einen wichtigen Offizier der Reserve, Oberleutnant vom Jagdkommando Robin Lumpston, bei mir. Sie sind erfolgreicher Anwalt in den USA, in New York und in Wien. In Ihrer Freizeit tauschen Sie den schönen Anzug mit der Uniform. Sie sind Elitesoldat. Warum tun Sie das? Nein, ich bin der Ansicht, man muss in jeglicher Funktion noch etwas zurückgeben. In meinem Fall hier dem Bundesheer. Ich habe sehr viel von diesem Land bekommen und ein bisschen einen Beitrag möchte ich auch leisten und vielleicht auch ein bisschen mehr machen als den normalen Grundwehrdienst. Jetzt für Sie als Anwalt, was können Sie aus Ihrer Tätigkeit als Elitesoldat in den beruflichen Alltag, auch in Ihr Privatleben mitnehmen? Was bringt es Ihnen persönlich? Das ist das Schöne daran, dass man sehr, sehr viele Fähigkeiten, die man beim Bundesheer oder beim Jagdkommando lernen kann, ins zivile Leben mitnehmen kann. In meinem Fall Managementfähigkeiten. Ich hatte das Privileg, in Amerika, in Stanford zu studieren, habe viel Geld ausgegeben dafür, dass ich Management-Skills lerne. In Wirklichkeit hat mir der Verband und das Bundesheer eigentlich schon beigebracht. Wie reagiert man unter Druck? Wie geht man mit seinen Mitarbeitern um? Und dem Vorurteil, dass es beim Militär mit Befehlen zugeht, das gibt's. Unter Druck muss einer entscheiden, aber in Wirklichkeit ist es ein sehr kollaboratives System. Man muss einen Kompromiss finden, man muss mit sehr vielen verschiedenen Arten von Menschen umgehen können und all diese Fähigkeiten bin ich dem Bundesheer sehr dankbar, dass ich die lernen durfte. Sie sind ja Teil einer Eliteeinheit der Miliz. Haben Sie das Gefühl, dass bei Ihrer Truppe auch ausreichend investiert wird oder ist es nicht doch auch so, dass selbst so wichtige Truppenteile in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein bisschen vernachlässigt wurden, dass es zu wenig Geld gibt? Letztlich geht es immer auch ums Geld. Ja, das ist auch ein Faktor, aber ich glaube, es sind ja jetzt in letzter Zeit die richtigen Schritte gesetzt worden, um das Militärbudget aufzustocken. Mein Zugang ist jener, dass man sich vielleicht über manche Themen jetzt nicht, ich in meiner Rolle nicht beschweren soll, sondern ich überlege mir, was kann ich machen? Ich kann meine Zeit zur Verfügung stellen. Ich bin sehr beschäftigt, ich habe ein Unternehmen, aber ich nehme diese Zeit irrsinnig gern. Es ist wichtig, glaube ich, dass Menschen wie ich ihre Zeit dem Bundesheer schenken und dem Land schenken. Und ich würde mir wünschen, dass mehr junge Leute sich jetzt besonders, auch wo das Militärbudget aufgestockt wurde, für spannende Zeit beim Militär mit Fähigkeiten interessieren würden. Vielen Dank, Robin Lumpston, Elitesoldat und Rechtsanwalt in Wien. Dankeschön. Improvisieren.